Das Besondere an diesem Lauf ist, dass es ein Benefizlauf ist. Die Mannschaften, die kommen, spenden für unsere Projekte im südlichen Afrika. Dort geht das Geld auch hin. Das sind Projekte von und für Großmütter und ihre AIDS-weisen Enkelkinder. Für dieses Projekt in Tansania und dann haben wir noch ein weiteres Projekt in Durban in Südafrika. Dafür laufen wir und dafür veranstalten wir auch dieses Rennen hier am Rombussee. Im Vordergrund steht das Teamlaufen und bei diesem Lauf ist es eben möglich, wenn man zum Beispiel innerhalb des Teams, ein Team besteht ja aus 6 Läufern, wenn ein Schwächerer dabei ist, dann kann das sehr gut durch einen starken Läufer kompensiert werden. Ja, und man kommt eben gemeinsam, also als Team auch an, also die Einzelzeit zählt nichts, sondern nur, wenn alle zurück sind und ja, ich glaube, das ist das, dieses Reizvolle. Und natürlich dieses schöne Ambiente und auch diese Idee, dass man in beiden Richtungen läuft, also dass man sich unterwegs sieht, trifft, überlegt, wo sind wir positioniert, sich kurz grüßt. Das würde ich sagen, ist der Kick dieses Laufwettbewerbs. Läufer ist ganz klar, dass einfach viele der großen Vorbilder und natürlich auch Konkurrenten eben aus Kenia und aus Äthiopien zum Beispiel stammen. Und wir selber machen auch Trainingslager zum Beispiel eben in Kenia oder Südafrika. Und deswegen kennt man so ein bisschen zumindest die Situation dort vor Ort und hat das eben erlebt, wie schlecht es manchmal den Leuten geht. Und dann ist das einfach eine schöne Sache, wenn man mit dem, was man sowieso gerne macht, eben dem Laufen, so eine Aktion unterstützen kann. Ja, dass einfach so viele Leute dabei sind und irgendwie alle Spaß dabei haben, das finde ich cool. Gerade auch dieser Teamgedanke, der kommt einfach gut rüber. Ne? Alle sind immer so am Überlegen und tun und machen, so wer jetzt wie und was. Und eben auch aus den verschiedenen, ja, sag ich mal, Firmen, die sich dann zusammenfinden und dadurch eine Gemeinsamkeit irgendwo entdecken, das ist eine schöne Sache. Passt gut zu dem Thema insgesamt. Ja, ich bin ja zum ersten Mal dabei und unsere Schule auch. Ich muss sagen, unglaublich. Erstmal das Ambiente hier direkt am See und zum anderen eben diese vielen Gruppen, die hier für den guten Zweck laufen.